meine Lieben, heute möchte ich euch mal wieder ein lustiges Buch vorstellen. Das habt ihr euch aber wahrscheinlich schon gedacht, wenn ihr den Titel über diesem Video gelesen habt. Denn wenn da oben steht, David sah viel, werdet ihr wissen, dass da jetzt kein blutiger Thriller kommt und auch kein schnulziger Liebesroman. Ja, zu David Safir möchte ich noch Folgendes sagen. Ich habe bis jetzt alle Bücher von ihm gelesen. Das neue ist sein vierter Roman bereits. Ich möchte euch gerne auch mal die anderen Bücher einmal ganz kurz zeigen. Wobei ich schon für das letzte Buch vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal ein Video gemacht habe. Das werde ich euch einfach mal hier oben verlinken. Das erste Buch von ihm war Mieses Karma. Das zweite Buch Jesus liebt mich. Dieses Buch wird übrigens gerade verfilmt oder vielleicht sind die Dreharbeiten noch schon abgeschlossen. Ich bin da jetzt nicht ganz so up to date. Ich habe das irgendwann vor Monaten mal bei Facebook verfolgt und ich freue mich tierisch auf den Film, denn der Jesus aus diesem Buch wird gespielt von Florian David Fitz. Das ist der Typ von Doctor's Diary, was ich auch so gut finde. Und ich habe auch Fotos gesehen, wie er da so als Jesus rumläuft. Und ja, ich möchte sagen, da kann man glatt mal gläubig werden und in die Kirche gehen, wenn so Jesus aussehen würde. Aber okay, das wäre jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf diesen Film und bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wann der erscheinen wird. Das letzte Buch von David Safir war dann plötzlich Shakespeare. Dazu habe ich euch gerade das Video verlinkt. So, und das neue Buch heißt Happy Family. Und auch dieses Buch war in meinen Augen wieder so ein Trainingsbuch für die Lachmuskulatur. Also es gab ganz, ganz, ganz viele Szenen in dem Buch, die ich mehrfach gelesen habe. Und es gibt ja, sag mal, es gibt so Bücher, da liest man Absätze mehrfach, weil die so schön sind, weil die so total schön fürs Herz sind. Und dann gibt es halt auch so Absätze, die lese ich zumindest mehrfach, weil die so lustig sind. Und dann lese ich die auch gerne schon mal so laut. Also lese ich jetzt einmal so im Kopf und dann finde ich das so lustig, dann lese ich das nochmal laut vor. Und davon gab es ganz, ganz, ganz viele Szenen in diesem Buch. Und was ich halt so prägnant finde an den Büchern von David Safir ist, dass er eigentlich Frauenbücher schreibt. Die Bücher sind immer aus der Sicht einer Frau geschrieben, wobei es jetzt hier bei dem aktuellen Buch nicht ganz so ist, sondern jedes Familienmitglied dieser Familie, da komme ich gleich auch noch näher drauf zu sprechen, hat in dem Buch was zu sagen. Das heißt, jedes Kapitel ist immer beschriftet auch mit dem Namen desjenigen, aus dessen Sicht dieses Kapitel dann gerade geschrieben wird. Also hier zum Beispiel steht Fee, das ist der Name der Tochter dieser Familie. Quietscht das Buch denn jetzt so? Ja, ein bisschen unstrukturiert bin ich gerade, denn jetzt fällt mir gerade noch was auf. Ich wollte euch gerne zur Optik des Buches nochmal was zeigen. Ihr seht ja, dass diese Schutzumschläge alle farblich super zusammenpassen. Auch die Zeichnungen sind alle sehr ähnlich. Ich glaube auch, die sind alle immer von dem gleichen Zeichner oder von der gleichen Zeichnerin. Aber was dieses Buch anders macht, das habe ich halt festgestellt, als ich den Schutzumschlag abgemacht habe. Das mache ich immer, wenn ich Bücher lese. Und war ganz erstaunt, dass dieses Buch Silber ist. Also ihr könnt das wahrscheinlich über die Kamera gar nicht so sehen. Es sieht sehr, sehr edel aus. Also richtig in so einem Metallic-Look. Und die zweite Überraschung kam dann, als ich das Buch aufgeschlagen habe, weil hier auch Zeichnungen vorhanden sind, die ihr auch in dem Buch beschrieben wiederfindet. Ich habe ganz oft während des Lesens immer vorne oder auch hinten, sind die Zeichnungen dann nochmal drin, reingeguckt und habe mir die Zeichnungen angeguckt und habe gedacht, jo, das habe ich jetzt gerade gelesen. Bin da ja immer so ein kleiner Entdecker und mag sowas halt total gerne. Und auch in dem Buch sind wieder Zeichnungen vorhanden. Die zeige ich euch mal hier. Und bei mir ist das immer so, wenn ich eine Seite umschlage und sehe ja schon so mit einem Auge, oh, da sind Zeichnungen, dann halte ich mir die immer so zu. Das ist kein Scherz, das mache ich wirklich, weil ich immer Angst habe, dass ich sonst an den Zeichnungen so hängen bleibe. Und dann möchte ich lieber immer erst den Text lesen und mir dann halt, wenn es passend ist, dann die Zeichnung angucken. Und so ist das dann auch immer in diesem Buch, dass die Zeichnungen wirklich immer genau in diese Textpassage dann auch reinpassen. Ja, jetzt zur Story erzähle ich gar nicht so viel, denn ich finde, auch dieses Buch müsst ihr wieder selber entdecken. Ja, der Titel ist Happy Family, aber so happy, wie es jetzt klingt, ist die Familie gar nicht. Die Familie besteht aus vier Personen. Es ist einmal die Mutter Emma, der Vater Frank, die Tochter Fee und der Sohn Max. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich mir die Namen merken konnte. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil die über jedem Kapitel immer stehen. Und ja, die Namen dann so in Fleisch und Blut in mich übergegangen sind. Ja, die Familie ist gar nicht so happy, denn Emma arbeitet in so einem kleinen Buchladen, der so kurz vor der Pleite steht. Der Mann ist total überlastet mit seinem Job. Die Kinder sind nicht so das Wahre. Die Tochter ist nicht gut in der Schule. Der Sohn ist verliebt in ein Mädel, die überhaupt gar nichts von ihm wissen will. Und ja, Emma ist nicht glücklich, weil sie hätte gerade beruflich ganz, ganz andere Chancen haben können, wenn ihr nicht die Familie dazwischen gekommen wäre. Und ihr wird das bewusst, als sie eine alte Freundin wieder trifft, die richtig Karriere gemacht hat. Ja, und
Dann kürze ich jetzt mal kurz ab, weil da so ein paar Szenen kommen, die ihr selber entdecken müsst, weil die einfach so witzig sind. Die möchte ich jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall kommt die Familie irgendwann mal in so eine Situation. Die fahren mit dem Auto, machen einen kleinen Unfall, rempeln so eine Hexe an. Und die Hexe ist ganz wütend auf die Familie und belegt sie mit einem Fluch. An dieser Stelle muss ich sagen, natürlich ist dieses Buch total unrealistisch, wie alle anderen Bücher von David Safi auch. Und ich finde ja, ich bin der Meinung, man muss so ein bisschen bekloppt sein, um über diesen Humor lachen zu können. Ich kann das und kann auch super in diese absolut fiktive Geschichte eintauchen. Die da natürlich erstmal so richtig fiktiv wird, wenn diese Familienmitglieder sich in Monster verwandeln. Ja, was für Monster das sind, könnt ihr eigentlich auf diesem Bild auch schon sehen. Ich glaube, da verrate ich auch nicht zu viel. Man sieht es eigentlich schon, dass der Vater aussieht wie Frankenstein, die Tochter sieht aus wie eine Mumie, der Sohn sieht aus wie ein Werwolf und die Mutter, die für mich eigentlich die Hauptrolle in dem Buch spielt, obwohl die Kapitel ja immer aus der Sicht eines anderen so beschrieben sind, wird eine Vampirin. Und jetzt werdet ihr denken, Kossi hat ein Vampirbuch gelesen und ist anscheinend auch noch begeistert. Das bin ich und ich bin nicht zu Staub zerfallen, auch das Buch ist nicht zu Staub zerfallen. Ich bin echt begeistert, weil weil es eben so lustig ist. Und es ist nicht von Stephanie Meyer, die allerdings auch in diesem Buch vorkommt und von der ich auch weiß, wie ein bestimmtes Körperteil zumindest von der Familie genannt wird. Würde ich euch jetzt gerne verraten, kann ich aber nicht. Aus zwei Gründen. Erstmal, weil ich es euch nicht verraten möchte und zweitens, weil auch Menschen zugucken, die ein bisschen jünger sind. Und ja, man ja immer so eine gewisse Vorbildrolle spielt und dieses Körperteil so benannt wird mit einem Wort, das man nicht in der Öffentlichkeit sagen sollte. Ja, so, mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht so verraten, bevor ich mich da jetzt irgendwie so reinrede. Auf jeden Fall ist diese Familie jetzt verflucht. Die Hexe macht sich aus dem Staub und ruft der Familie noch hinzu, ich muss in 3 Tagen sterben. Und dann ist die Hexe weg. Und dann stehen die natürlich da erstmal und wissen natürlich überhaupt nicht, was los ist. Und versuchen jetzt oder machen sich auf die Reise, die Hexe wiederzufinden, damit die den Fluch wieder von denen so wegnimmt. Ja, und da passieren dann ganz viele Abenteuer und sie treffen ganz viele Leute und was zum Beispiel Dracula mit der ganzen Sache zu tun hat. Oder Angelina Jolie oder Michael Jackson, der übrigens dann auch, den ich auch hier entdeckt habe, kann ich euch mal kurz zeigen. Hier ist Michael Jackson. Ja, was die alle damit zu tun haben, werdet ihr natürlich zwischen den beiden Buchdeckeln dann entdecken können. Und dieses Buch ist, wie gesagt, in erster Linie natürlich lustig. Es ist total durchgeknallt und ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass David Safir die Vampire so ein bisschen auf die Schippe nimmt, was ich ja gut finde, weil ich ja keine Vampirromane so mag. Aber was ich halt auch toll finde an den Büchern des Autors, ist, dass auch immer irgendwie so eine kleine Botschaft so mitschwingt. Das war bei allen Büchern so. So lustig sie auch waren, irgendwo haben sie immer so ein bisschen auch so einen kleinen ernsten Charakter. Und es gibt in diesem Buch einen Satz, den habe ich mir rausgeschrieben, weil ich den total gut finde. Und da verrate ich jetzt auch gar nicht zu viel, wenn ich den jetzt sage. Und zwar heißt der, Liebe macht aus Monstern Menschen. Was das jetzt zu bedeuten hat in dem Buch, werdet ihr dann natürlich verstehen, wenn ihr das Buch gelesen habt. Aber das war so ein Satz, wo ich so dachte, jo, da hat er wieder so ein bisschen dem Leser so was mitgegeben auf den Weg. Und ja, das war eigentlich schon so ziemlich alles, was ich euch jetzt zu dieser Geschichte erzählen kann. Und ob die Familie die Hexe jemals wieder sieht und vor allem, ob sie den Fluch auch wieder wegbekommen oder nicht. Und wie sich alles am Ende dann ändert oder in welche Richtung es geht, steht dann in diesem Buch, das ich euch echt total gerne ans Herz legen möchte. Schaut es euch nochmal an. Ich finde das Cover sehr witzig. Was ich sehr eklig finde, ist diese Spinne, weil ich ja eine Spinnphobie habe und da war ich dann ganz froh, dass ich dann den Schutzumschlag ja eh abgemacht habe. Die fand ich ein bisschen so, wow. Aber die passt natürlich auch zu der ganzen Story und zu diesem Vampir-Hype. So. Ja, am liebsten hätte ich euch jetzt ganz viele Szenen vorgelesen aus dem Buch, weil ich die so witzig finde, aber ich finde, ihr müsst das selber machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wenn ihr es noch vorhabt zu lesen. Und bin sehr gespannt drauf und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ach, und ich werde euch nochmal den Trailer auch hier verlinken, fällt mir gerade ein. Da war ich nämlich schon so neugierig auch. Ich hatte mir den ja natürlich angeguckt und da fand ich das so witzig, als der Autor dann irgendwann sagt, der redet dann so über die Mutter in dem Buch und die ja dann eine Vampirin wird und sagt dann auch, dass sie eine Vollblutmama quasi ist. Und diesen Wortwitz, den fand ich schon total klasse. Den müsst ihr euch unbedingt auch mal angucken. Da könnt ihr auch den Autor mal sehen.
Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.